Quo vadis Europa? Das ist eine Frage, die Peter Ischka in seinen Vorträgen immer wieder stellt. Auf welche Werte baut unsere Gesellschaft? Als Referent und Buchautor will er seinen Zuhörern und Lesern einen Denkimpuls geben bzw. zu einem Umdenkimpuls anregen. Wir werden eben ein spannendes Thema haben, nämlich uns mit der Entwicklung Europas im ersten Teil anschauen. Wo kommen wir her? Wir nehmen das so selbstverständlich, dass wir da sind, wo wir sind. Und das hat aber einen Grund, warum wir hier sind. Und viele Dinge sind ein bisschen schief gelaufen in den letzten 500 Jahren. Und die wollen wir uns jetzt mal anschauen in Zeitraffer. Er nennt die Probleme beim Namen. Sind unsere Wertevorstellungen menschgemacht? Oder findet der Gott der Bibel noch Platz darin? Seit es den Buchdrucker gibt, gibt es auch das Buch des Lebens. Und das ist jetzt eine interessante Sache. In dem Buch des Lebens stehen über Sie ein Haufen Sachen drinnen. Ob Sie an Gott glauben oder nicht, ist übrigens, wissen Sie ja, völlig egal. Gott ist kein Demokrat und hat auch keine Quotenerfassung für seine Sendungen. Dem ist es so schnurzegal, wie viele an ihn glauben. Es ist nur nicht schnurzegal, ob ich an ihn glaube. Für mich ist es lebensentscheidend. Peter Ischka ermutigt, grundlegend christliche Werte zu fokussieren, um etwas in unserer Gesellschaft zu bewegen. Er will wissen, was aus der Kraft geworden ist, die offensichtlich wirksam war, als die Texte des Neuen Testaments geschrieben wurden, die ja die Ziele Gottes mit den Menschen deutlich erklären. Wir haken nach. Du bist ja ein recht engagierter Christ. Hast du irgendwie, wenn wir schon gerade vom Willen Gottes reden, irgendwie eine Ahnung, wie Gott, wie der Schöpfer sich die Gesellschaft vorgestellt hat? Unabhängig davon, dass er wusste, dass die schlimmen Dinge kommen. Also im Prinzip ist alles mehr oder weniger angekündigt. Und es läuft auf das hinaus, dass es, ich weiß jetzt nicht in welcher Größenordnung, eine Gruppe von Menschen gibt, die etwas repräsentieren, das definitiv Leib Christi ist. Und man muss sich das jetzt so bildlich vorstellen. Der Leib, wenn wir uns so anschauen und wir die Problematik haben, dass wenn wir uns morgens am Spiegel anschauen und fragen, gehe ich heute mit meinem Leib oder gehe ich mit meinem Haupt zu dem Treffen? Dann werden die Leute fragen, bist du blöd oder was? So eine Frage. Aber als Christen verhalten wir uns so, wir bewegen uns als Leib ohne Haupt. Und dann, wenn Leib und Haupt zusammenkommen, dann geht die Post ab. Und das ist eigentlich, worauf es hinausläuft. Und das ist ein interessanter Prozess, ich kann jetzt nicht sagen, wie man, in welchem Zustand wir jetzt gerade sind. Natürlich, alles wird dramatischer, alles wird schneller. Man hat das Gefühl, es kulminiert etwas. Aber man weiß nicht ganz genau, wo in der Gesamtskala wir angekommen sind. Aber das ist ein Punkt, der etwas ist, worauf es hinausläuft. Dass es eine Gruppe von Christen gibt, die das so realisiert, also in der Realität dessen lebt, was sie für wahr hält, was sie glaubt und nicht nur eine Idee davon hat, nicht nur eine Ideologie, eine christliche, sondern eben in der Realität. Und dann wird es sichtbar. Das heißt, dann werden Dinge sichtbar, über die man redet, wo man träumt und alles Mögliche. Aber das wird dann sichtbar und es wird einen starken Einfluss haben, weil diese Kraft stärker ist als jede andere Kraft. So steht es ja auch im Neuen Testament und so wird es auch gesprochen. Aber nur erleben wir es so in der Regel nicht. Nur es wird der Zeitpunkt kommen, wo wir das so erleben. Nein, die Verführungen sind vielfältig.
Peter Ischka kritisiert die Aushöhlung der Gesellschaft, eine Gesellschaft, die von Angst geplagt wird, und weist auf die wertezerstörende Trends hin. Er hinterfragt den Ist-Zustand unserer Gesellschaft und setzt in seinen Magazinen und Büchern Impulse für Lösungsmöglichkeiten.